das Spiel läuft weiter. Jetzt die gute Möglichkeit für Bahndorf. Durchgesteckt auf Rasic. Rasic mit dem Hebertor. 1:0 für Bahndorf. In Kürze nämlich genau jetzt nochmal die Entstehung an. Perfekt durchgesteckt von Maroji auf Rasic. Und dann gefühlvoll über Dmitrovic. Hinweg dieser Lupfer. Ein Traumtor. Und das hier zum 1:0 in der 26. Spielminute. Verlängert der Kopf auf Leskovic, der spielt sofort weiter auf Rasic, Schuss im Strafraum, keine Chance für Kaiser, Parendorf führt mit 1:0. Mario Rasic, der Neuzugang im Winter mit seinem zweiten Saisontor für die Slezak-Elf, abgeklärt vor Bayern Kaiser, der Titelkandidat führt, Neusiedl ist gefordert. Rasic gegen Schaffer, Rasic der Gewinner. 4:0. Oh, Treffer in der Nachspielzeit über Esselitzin. Kommen gefährlich hereingezirkelt immer wieder, diese Eckbälle von Kerke. Aber kommt eine Chance für Bartow, schön gemacht. Kamperleck stark, wer sich durchsetzt. Silberbauer hängt Erbeck ab, Pass in die Mitte und der ist drinnen. 2:0 für Bartow. Mario Rasic. Aber der Abpraller kommt wieder zu den Heimischen. Rasic dreht sich einmal um die eigene Achse und dann kullert der Ball ins Tor in der 8. Minute. 2:0 durch Mario Rasic. Und bei beiden Toren ein katastrophales Abwehrverhalten der Stegersbacher. Und den Elfer lässt sich Mario Rasic nicht nehmen, verlädt hier den Keeper und Bandas Nummer 10 stellt auf 4:0. Get a good feeling, yeah.